Hallo meine Lieben, heute gibt es ein anderes Video. Und zwar wurde ich ganz oft gefragt in manchen Vlogs, ob meine Schwester mal ihr Baby zeigen kann. Und heute dachten wir uns, wir zeigen es einfach mal. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Also, so sieht das Baby aus. Ich glaube, das ist der Bausatz Julius von Elisa Marx, glaube ich. Oder Marlies? Ja. Ich glaube, wir hatten das mal so herausgefunden. Steht auch in seinem Nacken. Also, in seinem Nacken steht auf jeden Fall Elisa Marx, glaube ich. Ja, da so ganz, ganz klein steht das da drin. Ja, meine Schwester reiht hier gerade ihre ganzen Babyklamotten auf. Und ich zeige euch das mal weiter. Also, er hat übrigens gerade so ein richtig süßes Outfit an. Das haben wir letzte Woche gekauft oder vorletzte Woche. Und er hat einen Magnetschnuller. So sieht sein Mund aus ohne Magnetschnuller. Und ja, er ist ungefähr 50 cm groß und wiegt dabei 2350 Gramm. Wir haben hier auch so ein richtig süßes Bild gemacht für ihn. So sieht das aus, da sieht man halt nochmal alles und seinen Namen, nämlich er heißt Milan. Den Namen habe mehr oder weniger ich ausgesucht, oder Marlies? Ja. Und ja, ich weiß nicht, willst du mal seine Haare zeigen? Seine Haare sind leider nicht so schön. Ein bisschen. Die sind sehr durcheinander und leider hat er ganz, ganz viele Löcher hier oben drinne. Seht ihr das? Das ist so, so schade. Das wurde uns gar nicht gesagt beim Kauf. Und ja, deswegen ist er, glaube ich, ein reines Mützenbaby, oder? Er trägt Ja. eigentlich immer eine Mütze. Ja, das ist aber auch nicht so schlimm. Ja. Ja, so sieht er nochmal ohne Mütze aus. Er hat also blonde Haare. Und sonst hat er 4/4 Beine. Mal, ich will jetzt nochmal die Hose ausziehen, dann können wir die Beine nochmal zeigen. Also er kann auch nur im Body rumliegen. Das finde ich richtig cool. Aber das ist ja bei Elisa Marx oft so. Ja, 4/4 Beine hat er. Und dann sieht das Ganze so aus. Er ist halt relativ schlecht angemalt worden. Also er glänzt sehr, sehr doll. Das ist so Als schade. ob er gerade rausgekommen wäre. Ja. Aber ja, er ist trotzdem voll das süße Baby. Hier hat eine ausgestreckte Hand. So süß. Hier hinten hat er so ein bisschen so zusammen, aber auch ausgestreckt. Ja. So richtig süß. Gehen wir schon wieder. Ja, das ist das Baby von meiner Schwester. Und willst du nochmal zeigen, was du alles hast? Also, ich würde sagen, fangen wir mit dem großen Teil an, oder? Das da. Also, meine Schwester hat ein Römer Baby Safe. Der sieht so aus. Ich finde ihn wunderschön. Er ist hier draußen so grau. Hier ist er schwarz und hier ist er dunkelblau. Hat halt noch ein Dach hier. Und, ja, sonst halt einfach ein Baby Safe. Sonst steht noch meine Wiege hier. Ob du nutzt die aber nicht, oder? Manchmal. Also im Moment liegt hier nur Babykleidung drin. Und sonst hat er halt meine alte Wiege hier stehen. Und sonst hat sie ganz viele an Babyklamotten. Hier sieht man das alles. Und hier. Ich weiß nicht, willst du so grob ein bisschen was zeigen? So deine schönsten Teile, die du hast oder so. Deine Lieblingsstücke. Das hier zum Beispiel finde ich ultra süß. Also so, diesen Strampler finde ich sehr, sehr süß. Richtig so, der ist so richtig Den süß. mag ich auch gerne. Was ich auch noch mag, ist dieser. Oh ja, der ist auch süß. Oder Oh, den dieser. hast du von mir. Der ist auch richtig süß. Aber da steht Jaden leider nicht. Den habe ich meiner Schwester geschenkt. Voll süß. Das ist eine von meinen Lieblingsjacken. Und die haben wir auch für Lennox. Die ist auch ultra schön. Ich mag diesen Blau-Rot-Kontrast so extrem gerne. Klamotten und das Grau mag ich auch sehr gerne hier. Deswegen mag ich die Jacke total gerne. Lennox hat die, wie gesagt, auch. Dann haben wir hier noch einen riesen Schneeanzug. Auch ultra schön. Ich mag die Farben hier drin total gerne. Richtig süß. Und kleine Öhrchen hat er. Und noch ein Strampler. Oh, der ist auch voll süß. Den haben wir letztes Mal erst gekauft, ne? Ja. Ist auch voll süß. Meine Mama, glaube ich, ausgesucht. Den hast du auch oder Oh hattest du ja, auch mal? den hatte ich mal. Ich glaube, ich habe den nicht mehr. Das hier habe ich zu Weihnachten bekommen. Das mag Oh ich auch ja, sehr das gern. finde ich auch richtig süß. Das finde ich ultra süß, diese beiden Tierchen hier. Das gehört da auch noch mit zu. Und noch eine Jacke, genau. Oh, das finde ich noch süßer. Dieses Bild ist so unglaublich süß, oder? Oh, schnuckelig.
Diese Mütze mochte ich auch schon immer. Oh ja, der ist schon voll lange, ne? Ja, der hatte auch schon Marlon und auch schon so alles. Richtig süß. Das ist ja, hat sie wie gesagt zu Weihnachten bekommen. Richtig schnuffelig. Dann gibt es hier auch noch so. Oh, das hast du von mir. Set, das hatte auch schon eigentlich jede Schwester von uns. Ja, das habe ich immer rumgegeben. Ich habe mir das mal gekauft. Und Lilliput ist ja so eine richtig teure Marke. Die sind meistens immer beim Flohmarkt und haben so nur Neuware. Da geht einmal dieser Pulli zu. Dann so eine richtig süße Jacke. Und halt eine Hose. Richtig schnuckelig. Und das Set ist wirklich echt schön. Schnuckelig. Aber ich mag diese Farben total. Oh, der ist auch süß. Das meiste habe ich eigentlich in Grün, glaube ich. Auch schön. Ich mag generell die Strampler von C&A, die sind richtig süß. Oh, der ist auch schön. So einen haben wir auch. In komplett so grün haben wir den. Kleine Milan, kleine Milan. Was? Das hast du zu Weihnachten bekommen. Oh ja, das die habe ich zu Weihnachten bekommen von meinem Bruder. Aber das steht Jaden nicht und Mel hatte ich da noch nicht. Ist aber auch extrem süß. Und ich finde, bei ihm passt es wieder, weil er hat auch blonde Haare. Da passt das immer ein bisschen besser. Die hier mag ich auch besonders gern. Die hatte ich sogar auch als Kind an. Oh, wie cool. Ich habe auch noch einen Strampler, den ich als Baby an hatte. Das gehört dazu. Oh, noch ein Pulli. Der ist auch voll, der ist richtig cool. Hier ist noch so ein Schlafsack, ne? Und der ist auch total cool. Ist richtig schön Schlafsack, so für ganz, ganz Kleine noch. Auch richtig süß. Ein Kissen. Oh, ein Kissen hat sie auch noch. Mais hat alles hier vorbereitet. Oh, das hast du auch mal von mir. Glaube ich, oder? Ja, das hier hatten wir auch mal Partnerlook. Ich weiß nicht, ob du das auch noch hast. Oh, das hatte ich auch mal, ja. Den hatten wir auch mal im Partnerlook. Richtig cool. Ach, da ist einer von meinen allerlieblings-Strampeln. Oh, der ist echt toll. Ich liebe den auch so sehr. Wir hatten damals halt, als wir noch kleiner waren, so Puppen von Annabelle. Und die waren halt genauso klein, diesen 42er Sachen. Und da haben wir richtig viel gekauft. Und ich finde das so süß. Meine Lieblingsjacke, die ich ihr gegeben habe, ist diese hier. Die finde ich auch so, ich mag dieses Motiv so gern. Ja, die steht ihm richtig. Und leider passt der aber Jaden nicht mehr. Oh, den hast du von mir. Das war zum Beispiel einer von mir, den ich meinen Babys damals angezogen habe. Auch so ultra süß, aber er passt halt nicht mehr. Aber ich finde den so ultra süß. Die ist auch noch ein Strampler.